Sie fragen sich jetzt vielleicht, was ist in dieser Schachtel? Opa! Auf einmal war sie in der Post. Absender: Orica Lacrima Moraru. Sie stehen also auf einer einsamen Landstraße irgendwo in Siebenbürgen, wurden soeben ausgeraubt und suchen Hilfe im nächsten Ort. Und sie landen in Fleck. Die Rumänen trinken Wein und essen Mama Liege. Wer ist Kisch sein eigen Wein? Jeder ist Meschige. Sing Maya Diddlidam, sing Maya Diddlidam. Das ist Bestechung, Genosse. Und Sie wissen, Bestechung ist strafbar. Onkel Aurel, bitte, was ist Bestechung? Nun, mein Augenstern, das ist eine westliche Unsitte. Eine haltlose Währung. Hier bei uns kennt man das nicht. Nicht wahr, Genosse? Sehr richtig, Genosse Hoffmann. Und wieso nimmt dann dieser Mann mit dieser scheißlichen Lederjacke dann unsere Fußballkarten? Jetzt können wir das Match ja gar nicht. Das ist, Orica, bitte, das ist ein Geschenk. Ich erkläre dir das zu Hause. Weil die Wände Ohren haben, nicht wahr, Aurel Baci? Securitate heißt meine Waffe. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Securitate, Arme der Kinder, die du aus weisen Kindern holst. Du schickst Soldaten in unsere Köpfe. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Du schickst Soldaten, uns zu ersticken. Doch meinen Schrei erstickst du nicht. Wissen Sie, wer noch lauter schreien kann als Sie? Wer sogar den lautesten Schrei der Welt hat? Wer? Johnny Weissmüller. Eigentlich Janosch Weissmüller. Der wahrscheinlich berühmteste Tarzan stammt aus meiner Heimatstadt, aus Timișoara. Und was hat das jetzt mit meiner Cousine zu tun? Nichts. Ich wollte nur ein bisschen angeben. Ich bin draufgekommen auch wegen dem Schreien. Wissen Sie, junges Fräulein, man kann noch so laut schreien. Veränderung, auch weltweit, funktioniert anders. Schnuckenack, der Zigeuner, sagt, ich mach dir eine Fantasie. Dann zeigt er mir sein rechtes Bein, ganz aus Leder bis unter das Knie. Das geschah in Mauthausen, war ein Unfall der SS. Zwischen Schüssen musst er tanzen und die riefen, so ist Jazz. Buonasera, bonsoir. La Commission européenne? Bon, ja, da, bon. Ici, Monsieur Jacob Brateano, de Poste de Fleck. Ja, da, oui, Fleck. Hm? Oui, oui, Fleck. Hm. Feleacu, en Roumanie. Écoutez, il y a une dame, elle est de Bruxelles. Flemin? Sind Sie Flemin? Nein. In Rumänien ist durch Gied von kein Deiges, weiß man nicht. Wein trinkt man überall und verbessert mit Kaschkeball. Heidigedam, digedigedam, heidigedam, digedigedam, heidigedam, digedigedam, heidigedam, digedigedam. Jetzt du! Ui! Oh. In Rumänien ist durch Gied von kein Sorgen, weiß man nicht. Wein trinkt man früh bis spät, man verbeißt der Kastrowetz. Heidigedam, digedigedam, heidigedam, digedigedam. Jetzt zusammen, pass auf. Oh, der Gewaltige.
Audelbaci, wo bist du eigentlich wirklich zu Hause? Warum fragst du? Weil mich immer alle fragen, wo ist dein Zuhause, wo ist dein Zuhause? Und was antwortest du dann? Wien und Siebenbürgen. Nur wo ist das Problem? Weil in unserer Schule bin ich die Einzige, die zwei Zuhause hat. Das heißt, du bist reich. Reich? Ja, reich. Denn du hast ein Zuhause mehr als die anderen in deiner Klasse. Ist dann jeder, der nur ein Zuhause hat, arm? Ich würde sagen, jeder, der ein Zuhause hat, und sei es das Kleinste, das man sich vorstellen kann, ist reich. Szoktam, nem szoktam kalickában hálni. Csak szoktam zöld erdőben járni. Zöld erdőben járni, fenyőmagot enni. Fenyőmagot enni, s harmatot meginni. Zu Hause sein, Gast sein. Zu Hause, Gast sein. Gast sein in der Fremde. Als kleines Mädchen beantwortete ich die Frage nach meinem Berufswunsch mit Gast. Irgendwie war ich ja ständig Gast, in der alten wie in der neuen Heimat. Die Wahrheit, sagt man, ist wie eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie unter den schwersten, gröbsten Felsen begraben. Wenn es an der Zeit ist, stößt sie durch das Gestein, wächst und kommt ans Licht. Ich suche immer nach ihr und ich erzähle gern wahre Geschichten. Aber manchmal muss man eine Geschichte erfinden und die Menschen, die dazugehören. Erst dann wird man verstehen, was passiert ist und warum. Sing my diddly dum, sing my diddly dum. Ah, the sun will shine, there's the thunder sign. Ah, for vegan news, nur from the Schwein. Adrian Gaspar am Klavier und am Akkordeon. Thank you.
die schnellsten Finger zwischen Scheibs und Nebraska, Branko Jovanovic. Unsere rumänische Nachtigall, Andrea Kira Andanai. Lichtenberger Bojoki an der Posaune und Trompete. Konstantin Wernigerow an der Klarinette. Schabitz an der Geige. Thank you.